Tada! Gleich geht es los mit dem Garngeplauder von Dornröschenwolle hier aus dem schönen Atelier in Nienburg an der Weser. Dort warten all die schönen handgefärbten Stränge auf dich und du kannst durch den Dornröschenwolle-Shop stöbern und dir deine Schönheiten aussuchen. Und gleich starten wir mit all den Neuigkeiten. Herzlich willkommen zum Garngeplauder von Dornröschenwolle. Ich bin Christine und das ist die ganz schöne handgefärbte Wolle, die du im Dornröschenwolle-Shop bekommen kannst. Ich packe dir total gerne ein Paket und schicke es dir. Da hinten liegt sie in den Regalen und hier vorne auch noch überall. Also da sind auch noch, die kannst du jetzt nicht sehen, aber ich kann da mal rüber schauen und mich daran freuen, dass da noch viel mehr schöne Garne liegen. Da liegt die ganze Sockenwolle noch und die Adventskalender liegen da auch gerade und das ist so schön. Es ist wirklich, wirklich ein Augenschmaus. Und da habe ich mir gedacht, ich ziehe heute mal den Adventskalenderschal vom letzten Jahr an. Also, der ist wirklich riesig lang geworden und breit. Also, ich habe ihn sehr breit gestrickt. Das war mein letztes Jahr Urlaubsprojekt, auch an der Nordsee. Und ja. Der ist sehr, 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 sehr schön und sehr, 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 sehr lang. Den werde ich auf jeden Fall jetzt gerade noch mal an der Nordsee gebrauchen können. Und er ist rechts und links gleich zu tragen, so dass ich ihn schwingen einfach so anziehen kann und mich darin einkuscheln. Und ich mag das sehr. Ganz, ganz schönes Teil. Fällt auch irgendwie total schön. Ich mag auch die Farben, auch dass sie so, also man kann ja immer das vorne hin tun, wie einem heute gerade so zumute ist. Ne? Also vielleicht ist dir gerade mal nach so und das steht dir gut zu Gesicht. Und dann sagst du, nein, ich brauche heute mal richtig so einen tiefen Ton. Und dann machst du es einfach so. Ja, also man kann da rumzuppeln und es einfach genießen, so gut umhüllt zu sein. Ja, den kannst du stricken. Das ist der Schal Lund. Gibt es auch als Strickanleitung mit einer dazu passenden Mütze im Dornröschenwolle-Shop. Den gab es letztes Jahr als Strickanleitung direkt mit dazu in den Paketen, in den Adventskalenderpaketen. In diesem Jahr werde ich da die Strickanleitung für den Schal einer für alle reintun. Den kannst du dir auch so breit stricken, wenn du magst. Du kannst einfach mehrere, jetzt hole ich hier die ganze Zeit, so, du kannst einfach auch mehrere Schals daraus stricken, mindestens zwei, würde also eben auch die Hälfte reichen mehr wollen. Das sind jetzt 480 Gramm, die in einem Summ-Adventskalender drin sind und die du dann verstricken kannst. Für einen Schal oder aber für zwei, ganz wie du möchtest. Das ist die Luxus-Merino-Sockenwolle. Die finde ich einfach für Schals und Oberteile noch ein bisschen gemütlicher als die normale Sockenwolle. Wobei du natürlich aus normaler Sockenwolle auch einen Schal oder ein Oberteil, einen Pulli oder sowas stricken kannst. Das ist nicht verboten. Das kann man ruhig machen. Die sind auch super pflegeleicht und total haltbar, solche Sachen eben aus normaler Sockenwolle zu stricken. Und die ist auch schön weich, die aus dem Dornröschenwolle-Shop. Aber eben nicht ganz so weich und ganz so schmeichelhaft wie die Luxus-Merino-Sockenwolle. Und deswegen habe ich mir damals im letzten Jahr die gegönnt und habe mir daraus im Urlaub, da war der schon fertig gefärbt, einfach ein so ein Teil gestrickt. Was ich dann hinterher kaum gezeigt habe oder euch aber kaum davon erzählt habe, einfach, ja, weil dann der Advent ja irgendwie schon vorbei war. Ich habe erst vorher überlegt, ob ich so jeden Tag ein Foto mache und das dann sortiere und euch dann so jeden Tag zeige und ich habe es nicht so mit Sortieren und mit solchen Sachen aufheben und deswegen ja, habe ich das dann nicht gemacht. Vielleicht haben wir in diesem Jahr ja Lust, einfach so jeden Tag ein Tütchen zu öffnen und uns das gegenseitig zu zeigen und zu zeigen, wie weit wir sind. Da bietet sich die Revelry-Gruppe an, die Dornröschenwolle-Strickrunde auf Revelry oder aber die Facebook-Strickrunde. Ich bin gespannt. Also, wenn ihr dazu Lust habt, die Gruppen gibt's. Ihr müsst es nur machen. Ihr könnt das nutzen, wenn ihr wollt. Ja, die Adventskalender, das sind jeweils, wie du hier siehst, 20 Gramm in einem Tütchen, in einer Farbe. Und ja, jeden Tag machst du ein so ein Tütchen auf und hast 20, hast du einen so einen Mini-Strang, 20 Gramm Strang Wolle. Und natürlich wird das nicht so sein wie dieser Schal, den du dann strickst, weil der ist ja der von letztem Jahr. Also, da sind andere Farben drin in diesem Jahr, sodass du einfach mal gucken kannst, welche Farben du dann dieses Jahr verstricken kannst. Letztes Jahr war es dunkel und eben bunt. Dunkelbunt, das Motto.
Und in diesem Jahr haben wir einmal durch den Regenbogen, der ist wirklich durch den Regenbogen, da gibt es auch, nicht, die sind nicht alle Uni, sie sind so auch in sich meliert und miteinander meliert und manche haben kleine Pünktchen als kleine Sprenkelchen. Das ist einfach eine Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, ja, durch den Regenbogen. Und der ist so, so schön. Der macht nur gute Laune. Oder aber du sagst, das ist mir doch zu bunt. Also Regenbogen hat halt einfach ganz simpel alle Farben. Ja, also da kannst du nicht einfach das Gelb weglassen. Das gibt's da trotzdem. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich gewöhnlicherweise mit Gelb nicht so austobe da drin. Also es hat schon Gelb, aber eben nicht nur Gelb, sondern eben auch viel Blau und diese satten Töne eben auch alle. Ganz, ganz schön ist der geworden. Oder du sagst dir, ich möchte doch lieber einen Himmel, Erde und Meer Adventskalender. Das sind sehr sanfte, also ich gucke da mal rüber, weil er da gerade liegt. Das sind sehr sanfte Töne, erdige Töne, Blautöne, hell auch, haben alles Sprenkel. Also die sind wirklich sehr, sehr harmonisch. Und das geht wirklich von Himmel über Erde bis ins Meer. Wenn dir das lieber ist, dann nimm doch den. Davon gibt es noch den Luxus Merino Wolle Adventskalender. Der normale Sockenwolle Adventskalender in Himmel, Erde und Meer ist schon ausverkauft. Was ein Glück ist für jede, die es bestellt hat. Die bekommen schon einen und können sich freuen. Und alle anderen, also wenn du noch keinen hast, kannst du jetzt mal gucken, ob du den Luxus Merino Sockenwolle Adventskalender in Himmel, Erde und Meer haben möchtest. Oder aber eben einen durch den Regenbogen. Da gibt es beide Sorten noch. Ich finde die so schön. Also wenn du magst, gönn ihn dir einfach gerade jetzt. Wenn du möchtest, kannst du auch nochmal nach den Färbeworkshops gucken. Da gibt es im September und im Oktober jeweils einen Termin. Der September-Termin ist jetzt schon gleich. Also wenn du spontan bist und hier nach Nienburg kommen möchtest, ich freue mich sehr auf dich. Komm gern mit dazu. Es ist eine coole Gruppe bis jetzt. Also schau einfach mal, wenn du magst, komm einfach. Und im Oktober gibt es auch noch 2 freie Plätze. Also wenn du Lust hast, komm einfach auch zu den Färbeworkshops. Dann kannst du dir deine Wolle selber färben. Das ist auch total schön und in so einer schönen Gruppe sein. Also das macht es, glaube ich, auch gerade nochmal besonders. Einfach, dass man sich so austauschen kann mit Gleichgesinnten. Ich liebe das. Also komm gern mit dazu. Es ist ein Samstag von 11 bis 17 Uhr, sodass du einfach ganz gechillt hier anreisen kannst, woher auch immer du herkommst. Viele Leute kommen auch von weiter weg und gönnen sich das ganze Wochenende. Und das ist auch einfach richtig, richtig schön. Ich zuppel hier noch so ein bisschen an meinem bunten Schal. Ja, ich habe dir heute so ein bisschen was mitgebracht. Das mache ich ja immer so, um dir zu zeigen, was es noch im Don Röschen-Wolle-Shop gibt, um dir einfach eine Inspiration zu geben. Vielleicht hast du ja Lust, einfach einen davon aufzugreifen und dir was zu stricken, was ich hier gerade so erzähle. Und deswegen fange ich gerade mal an und zeige dir mal diese wunderbare Strickjacke. Das ist Festa. Festa ist super cool. Die hat auch Taschen. Die ist super, super, super schön. Die muss man eigentlich haben. Die ist ein bisschen oversized, also so eine richtige Einkuschelstrickjacke. Die ist gestrickt aus der Lovely Merino Treat. Das ist das Garn mit den 210 Meter Lauflänge von Rosy Green Wool. Und die gibt es ja auch in so, so, so vielen schönen Farben. Also ich würde da so rangehen, wenn dir diese Jacke gefällt und du sagst, das ist so eine richtig schöne Kuscheljacke, brauche ich noch für meinen Pullover, für meinen Herbst, für die nächste Zeit, dann bestell dir einfach diese wunderbare Strickanleitung. Es gibt es als Wollpaket im Dornröschen-Wolle-Shop zusammen mit der Farbe, die dir gerade gut steht. Und da kannst du einfach mal schauen, auf welche Farbe hast du jetzt gerade und in der nächsten Zeit am allermeisten Lust. Also soll es eher sowas Zartes sein, sowas Bäschiges? Das ist Kugelfisch. Möchtest du dich in so einen Kugelfisch einkugeln, sozusagen? Oder soll es ein Blauwal sein? Das ist eine meiner Lieblingsfarben. Die ist doch immer schön, oder? Das ist so ein schönes Blau. Nicht zu dunkel, nicht zu grell. Einfach genau richtig. Das könntest du nehmen. Dann habe ich hier noch einmal, nicht runterfallen, dann habe ich hier noch einmal die Distel. Die mag ich auch sehr. Als Kuschelstrickjacke. Und wenn du lieber so warme Herbsttöne magst, gibt es ja auch so viele. Aber ich habe dir gerade nur diesen einen mitgebracht. Das ist Rotbuche. Auch voll schön. Also schau einfach mal nach diesen Tönen, wenn du diese Festa-Strickjacke stricken möchtest. So eine richtig schöne Kuschelstrickjacke. Die muss man haben. Ich muss sie auch stricken. Unbedingt. Also eigentlich will ich sie haben. Ich möchte sie einfach haben.
und mich da einkuscheln im Herbst. Ja, oder du sagst jetzt ja schon, geht so langsam vom Spätsommer in den Herbst über und vielleicht hast du einfach Lust, eine Mütze zu stricken. Eine Mütze und ein Loop, das ist so ein Möbius-Loop. Die sind gestrickt aus der Big Merino Hack, das geht also auch wirklich fix. Und da kannst du was stricken für, das ist egal welches Geschlecht. Also das geht wunderbar für Männer, wie du siehst, aber die sind auch super schön für Frauen. Und da gibt es auch gerade von der Big Merino Hack alle Farben im Donröschen Wolle Shop. Das ist ja diese GOTS-zertifizierte Merino-Wolle von Rose Green Wool. Ich liebe die, deswegen gibt es die ja auch bei mir im Shop. Und die haben so schöne Farben. Ich habe einmal die mitgebracht. Die hat ihr Schild verloren. Die ist, glaube ich, Pistazie. Und diese hier ist Tee, das weiß ich. Daraus einfach Mütze und diesen Loop. Oder du guckst einfach mal nach einem schönen Rotton. Das ist Rubin oder eben Blauwal. All diese Farben gibt es auch in der Big Merino Hack. Das lohnt sich, da mal stöbern zu gehen. Ja, also schau mal nach diesen beiden Sachen, wenn du das möchtest. Du kannst natürlich auch was aus einer handgefärbten Wolle stricken. Handgefärbte Wolle ist ja immer noch mal ein bisschen mehr besonders. Die ist einfach, also aus handgefärbter Wolle was zu stricken, ich finde immer, da spürt man die Harmonie, da spürt man den Herzschlag noch ein bisschen. Es ist immer ein bisschen lebendiger noch, das Strickstück. Ich liebe das. Also ich liebe es, aus handgefärbter Wolle Sachen zu stricken. Und deswegen habe ich dir einfach mal zwei Garne mitgebracht aus dem Donröschen Wolle Shop einfach und zeige dir mal die Farben. Es ist nur ein Beispiel, da gibt es natürlich noch mehr Farben im Donröschen Wolle Shop jeweils. Das ist die Merino High Twist. Die gibt es mit 300 Meter Lauflänge und mit 400 Meter Lauflänge. Und das ist die Merino High Twist 300 in der Farbe Wald. Im Wald, glaube ich, ja, im Wald. Und das ist so ein richtig schöner, wunderbarer Faden. Da stichst du nicht dazwischen. Der strickt sich einfach traumhaft toll. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Garn. Kann ich dir nur empfehlen. Geh mal stöbern. Merino High Twist. Die gibt es mit 300 Meter Lauflänge. Das ist Merino High Twist 300. Oder mit 400 Meter Lauflänge. Das ist die Merino High Twist 400. Diese Farbe, die ich hier gegriffen habe, ist am Meer zu Hause. Am Meer zu Hause. Oh, so schön, oder? Und die strickt sich toll, die trägt sich toll. Meine wärmste Empfehlung für dieses Garn. Schau einfach mal. Ja, dann gibt es noch zu sagen, dass du dieses Video schaust, während ich noch im Urlaub bin. Ich bin dann wieder da ab Anfang nächster Woche. Das ist der 4. September, glaube ich. Ich habe es gerade gar nicht so im Kopf. Und das heißt, wenn du jetzt bestellst im Donröschen Wolle Shop, dann schicke ich dir die Wolle Anfang nächster Woche ganz normal. Auch wenn da noch steht, Betriebsferienurlaub, bis es ist wirklich jetzt quasi schon vorbei. Und du kannst einfach jetzt bestellen und bekommst ganz normal, in der ganz normalen Lieferfrist, deine Wolle zu dir nach Hause geschickt. Wenn du eine Frage hast per Mail, schick sie einfach. Ich beantworte sie dann direkt nach meinem Urlaub und freue mich, von dir zu hören. Schreib gerne einen Kommentar hier drunter. Ich beantworte den gerne. Ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören. Erzähl mal, wie es dir gerade geht, was du gerade machst, was du gerade auf den Nadeln hast. Es ist so spannend zu sehen, einfach, dass wir uns auch wieder ein bisschen gegenseitig inspirieren können. Du kannst auch gerne vorbeischauen in der Facebook-Gruppe Strickrunde Dornröschenwolle. Da ist es immer schön, nochmal vielleicht so ein bisschen frischen Wind jetzt auch gerade zum Herbst reinzubekommen und einfach, dass wir uns austauschen können. Jede von uns hat gute Ideen und kann einfach sagen, hey komm, das stricke ich gerade und das sieht so aus. Gerade wenn du aus handgefärbten Garn strickst, ist das immer schön für alle zu sehen, wie das geworden ist. Und ich finde es auch so spannend, wenn ich Socken stricke hier und euch die zeige aus einer bestimmten Färbung, heißt das noch lange nicht, dass die bei dir auch so funktioniert. Also, dass die bei dir genau das gleiche Muster macht. Ganz oft wildert dann ein Socken bei dir und bei mir tut er das nicht, weil ich einfach anders stricke als du. Das kommt immer auf die Fadenspannung an, auf die Runden, wie lang deine Runden sind. Und ja, da ist das so inspirierend, einfach zu sehen, wie das bei dir aussieht, wie das bei jemand anderem aussieht, wie es bei mir aussieht. Und einfach zu sehen, ja, das ist ein handgefärbte Garne, die sind so lebendig. Das macht so eine Freude, damit zu stricken. Also komm gern dazu. Auch auf Ravelry gibt es eine Röschenwolle-Strickgruppe. Komm auch gern damit dazu. Wir freuen uns auf dich, dass es ja immer schön inspiriert zu sein, habe ich gerade gesagt. Ja, jetzt einfach nochmal. Komm vorbei auf Instagram, vielleicht kannst du da sehen, was ich im Urlaub so gestrickt habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was posten werde. Ich nehme es ja alles vorher auf und das Garngeplauder, um es dir dann zu zeigen, sodass wir einfach weiter voneinander hören, obwohl ich gerade Urlaub mache.
und habe mir fest vorgenommen, möglichst wenig Social Media zu machen. Es wird sicherlich so sein, dass ich auf Instagram immer mal was zeige. Einfach, weil mir das auch eben Freude macht. Es ist nicht nur Arbeit, sondern macht eben auch Freude. Obwohl eben auch Dinge, die Arbeit sind, Freude machen dürfen. Also nicht, dass man jetzt denkt, Arbeit ist immer furchtbar. Arbeit kann richtig, richtig toll sein. Und auch deswegen braucht man trotzdem Urlaub von Arbeit. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schau einfach kurz vorbei auf Instagram. Vielleicht gibt es was Neues von mir. Ansonsten ab nächster Woche, ab Anfang September bin ich wieder da. Und dann freue ich mich mit voller Energie und voller Kraft, einfach wieder Wolle zu färben und euch die zu schicken und euch zu inspirieren, was richtig Cooles zu stricken und die Pakete zu bekommen und auszupacken und euch zu freuen. So ist das. Ich schicke dir einfach mal alles Liebe, ganz, ganz liebe Grüße zu dir. Hab ein richtig schönes Wochenende. Genieß deine Zeit und bis ganz demnächst. Lass gerne ein Like da. Hier unten. Tut nicht weh. Mach einfach. Freue ich mich sehr, sehr, sehr. Oder schreib einen Kommentar. Bis ganz bald. Deine Christine.